Naja, ich fange jetzt an, du weißt, ich bin dann. Ich glaube, das passt am besten, wenn ich sage, manchmal große Klappe, aber auch ein ganz großes Herz. Immer voran, alles ausprobieren. Und das, denke ich, braucht dieses Hotel auch, jemand, der vorangeht. Mein Name ist Alex Peters, Direktor vom Hotel Forsthaus in Fürth, bin 46 Jahre. Hab eine sehr, sehr liebe Frau und Tochter, die mir sehr den Rücken stärken für den Wunschtraum, den ich hier jeden Tag leben darf. Fürth ist meine, sag ich mal, zweite Heimat und das Forsthaus ist Fürth. Der damalige Direktor, da war es ja noch ein Grundig-Hotel, hatte mich dann gefragt, ob ich hier nicht Bademeister und ein bisschen mehr nebenbei was verdienen will. Ja, und dann kam irgendwann, willst du hier nicht eine Ausbildung als Hotelfachmann machen? Ich sehe mich noch gel und schön braun gebrannt und rosa Hemdchen war immer wichtig. Ich war dann Hoteldirektor am Starnberger See, hat mir da so einen kleinen privaten Traum erfüllt. Aber irgendwie hat es mich immer wieder zurückgezogen hier. Und das ist meine Motivation, dass ich mein Forsthaus lieb. Ich kenne das Haus wie meine Westentasche. Ich sage immer meine alte Lady. Das soll ja wieder ein zweites Zuhause sein. Plus, und das ist dann die Kunst, mehr. Und das ist das, warum und wieso wir es jeden Tag machen. Wir verkaufen Emotionen. Ist so. Wir verkaufen Emotionen in dem Moment, wenn du das Zimmer betrittst, wenn du das Badezimmer betrittst. Das geht los beim Frühstück. Den Swimmingpool abends, wie wird er empfangen beim Abendessen? Ohne das funktioniert es nicht. Soll es auch nicht funktionieren. Und das ist das A und O. Und eben die Ehrlichkeit und Herzlichkeit. Wenn ich hier morgens meine Gummibärchen schnapp und mein Wasser und an meine Familien und Gäste verteilen kann, jedes Lächeln von meinen kleinen Gästen, da gehe ich auf. Aber alleine ist man, ist auch ein brüllender Löwe nichts. Du brauchst immer ganz viele tolle Leute dazu, viele Menschen. Und deshalb rocke ich eben selber mit, weil ich brauche das einfach. Ich brauche mein Team, ich muss das fühlen, ich muss das spüren. Und somit motiviere ich die natürlich, weil ich mich dafür interessiere, wie es meinem Team geht. Ich bin kein Direktor, der im Maßanzug an seinem Schreibtisch sitzt und dann Termine vergibt, wann er zu sprechen ist. Wir kommen aus so einer klassischen Gastronomiefamilie dann, ja, wo die Arbeit leider alles andere so beeinflusst. Und mein Bruder und ich haben eigentlich schnell gelernt, alleine zu sein. Es war immer alles da, aber Mama und Papa waren den ganzen Tag im Restaurant. Mittlerweile leider verstorben, vor fast 3 Jahren. Am Grab standen dann nachher nur 4 Leute und das Leben ist an ihm vorbeigezogen. Geld ja, Arbeit ja. Aber Familie eher nicht. Und ja, dann stehst du da nach 50 Jahren an einem offenen Grab und denkst dir, Scheiße, haben wir doch irgendwie was vielleicht doch falsch gemacht. Und das versuche ich natürlich anders zu machen. Es gibt für immer alles Zeit. Dass ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ist totaler Quatsch. Du kannst dir für alles Wichtige in deinem Alltag Zeit freischaufeln. Und das ist, denke ich, das A und O, das so für dein Kind und für deine Familie zu machen. Das ist eben der Spagat. Und das ist der Spagat, den, egal, ich glaube, wenn du fragen würdest, dann muss sich jeder selbst so einen Weg suchen.